Hallo Leute, weiter geht's mit Xenonauts 2. Und als allererstes, sorry für die letzten zwei Folgen, da habe ich einen Fehler gemacht mit dem Aufnahmeprogramm. Ich muss mich wirklich erstmal dran gewöhnen. Ich habe ja zwei Profile jetzt in meinem Aufnahmeprogramm, weil ich ja jetzt hier 2K eingeführt habe und ich habe das alte aber noch genommen und dadurch war die Auflösung jetzt in den letzten zwei Folgen nicht so toll. Sorry. Die Perspektive ist dann verschoben, wenn man es mit dem falschen Profil aufnimmt. Also, ihr wisst ja, das Problem sitzt ja immer vorm Computer. Nicht der Computer ist das Problem, sondern das Problem ist immer vorm Computer. Also war mein Fehler. Dann wieder zum Spiel zurück. Ja, es ist hammerhart, die Cleaner-Mission. Ich hätte nicht gedacht, dass die so extrem ist, gebe ich ehrlich zu. Wir haben schon den ersten Verlust, einen Sniper, der hier wunderbar hinter Deckung war, aber die haben halt fünfmal auf den geschossen. Nach dem zweiten Schuss war die Deckung weg und drei dann noch in den reingeballert. Eiskalt tot. Wir können Runde beenden und hoffen, dass das Schild von Katana aushält. Krass. Die haben ja Sniper dabei. Also richtig, richtig heftig. Nächste Tote. Was für eine... Ich, als hätte ich's... Ja gut, also... Ich hatte ja gesagt, mal gucken, ob es eine Katastrophenmission wird. Es ist halt Iron Man Modus. Gehen halt schon relativ zeitig hier rein, klar, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass es so heftig wird. Riesenproblem ist halt, dass die von allen Seiten kommen hier. Huang Yalu tot. Ja, da stehst du da mit deiner Schrotflinte. Nee. Doch, Schrotflinte. Und wir sehen den Gegner halt noch nicht. Dazu kommt auch, dass es eine Nachtmission ist. Also. Der blutet hier wenigstens nicht. Schrotflinte. Guck mal hier rein. Ja. Natürlich steht da der Schrank im Weg. Frage ist halt, ob hier noch jemand ist. Sechsundzwanzig, wie viel hast du? 40. Und dann kannst du auch mit dem gezielten Schuss schießen. Tür ist auch offen hier, oder? Kann also noch einer stehen. Ach ja. Nicht mal genügend Zeiteinheiten. Mach's gut. Das sind zwei Computer. Du heilst dich mal bitte. Es kann halt trotzdem noch jemand hier in dem Raum drin sein. Ah, okay. Jetzt hier oben kommen Schüsse her und von hier.
Lass uns einfach mal mit dem Smashbot in die Richtung fahren. %45 ist mir eindeutig zu wenig. Lisa Graf, Sniperin, das wäre ein perfektes Ziel für dich. Viel zu weit, aber entfernt. Also da müssen wir halt versuchen, den Winkel ein bisschen zu verkürzen. So geht's. Ach, sie hat noch einen zweiten entdeckt. Okay. Das könnte Katana übernehmen. Problem ist, wenn jetzt noch dahinter Gegner stehen. Wir könnten das versuchen, mit ihr rauszufinden. Wir müssen aber erstmal den da drüben ausschalten. Ja, kommt schon. Und ja, das sind wirklich Sniper, oder? Sniper oder Sturmgewehre haben die halt hier. Ich will gar nicht wissen, was da in der anderen Mission ist, wo dann da stand, dass sie verbesserte Waffen haben. Und die haben hier verbesserte Rüstung. Kannst du nicht da lang laufen? Da ist auch ein Loch in der Wand. Ist das nicht kürzer der Weg? Nimmt sich, glaube ich, nicht allzu viel. Geh mal mit dem Schild dahin. Rüstung muss erstmal weg. Oder was? Das ist schlecht. 21 hat sie noch. Da kommen wir nicht mal weg. Kannst du bloß nochmal mit dem Messer ihm eins überbraten. Den Rest muss sie erledigen. Wir haben viele Frauen in unserer Truppe, oder? Fällt mir gerade so auf. Kriegen halt noch nicht mal einen gezielten Schuss hin mehr. Aber damit wird man einen hinkriegen. Ah. Dieser kleine Zaun da. Na, wenn das nicht. Ja, genau. Ja, na klar. 100 HP. Veräppelt ihr mich? Das ist unser Zielobjekt. Den müssen wir kriegen. 100 HP, Mann. Runde beenden. Lass ja unseren Smashbot zufrieden. Dreh dich mal rum. Ist da einer durch das Fenster gesprungen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Hä?
Das Fenster ist zersprungen. Prozent 72. Dann nehmen wir die 87. Muss ja hier irgendwo in dem Raum sein. Katana, du musst vor. Das nützt nichts. Die wird dann nicht hier hinten zu den Containern gerannt sein. In dem Raum. Smashbot, du hast nur noch 28 HP. Das Teil ist 250.000 teuer. Hast du überhaupt was zum Heilen dabei? Nö. Sie hat auch nichts dabei. Und was mit dir? Halt. Auch nicht. Ja, du brauchst aber unbedingt irgendwie Heilung. Der hat ein Medikit dabei. Nicht genug Zeiteinheiten. Wow. Krass dramatische Musik, hört ihr das? Wir haben einen Arbeitstisch oder einen Computertisch vergessen. Das bringt uns nichts, wenn der hier in dem Raum sein sollte. Am liebsten wäre es, wenn du vorgehst. Das Schild ordentlich hier hältst. Der Sniper, beziehungsweise die gute Sniperin, hinter dir steht. Wenn der durch die Tür kommt, Feuer frei. Smashbot hält sich zurück. Wir bräuchten eigentlich noch jemanden hier. Krasse Mission. Du gehst auch noch mit hier rüber. Der ist noch nicht von hier bis hier nach hinten gerannt, oder? Mich irritiert halt, weil wir ein Fenster haben zerspringen gehört haben sein sollen. Hier. Das kann ja nicht sein, dass er bisher. Das wäre ja kompletter Mist. Wir werden es erfahren, wenn der drauf geht, dann ist das Alien dahin gerannt. Das war's im Grunde.
Ja. Runde beenden. Ja. Das war ein kurzes Leben, Smashpot. Jetzt sind die Verstärkungen schon eingetroffen. Mhm. Ganz toll. Gerade da, wo wir das Alien entdeckt haben. Wir sollten uns zurückziehen. Oh Mann, ey. Ich überlege gerade, was man hätte anders machen können, aber das war... Wir hätten noch massierter in eine Richtung gehen müssen, aber wir sind ja auch von den Flanken angegriffen worden. Sollten wir weiterkämpfen? Der hat halt 100 HP. Genau der. Wir haben das Ziel so nah vor Augen. Schießen erstmal mit dem Sniper drauf. Ach, nur 83% Trefferchance. Ja, komm, schieß. 36. Also was wir knicken können, dass wir versuchen, den zu betäuben. Das werden wir nicht tun. Ach so, du stehst im Weg. Prozent. Komm. Ich weiß, dass dort oben einer steht. Dann können wir nochmal schießen. Ja, nee, ist klar. Ich hab gesagt, wir wollen es nicht betäuben, ne? Könnten es wegballern. Problem ist, die ballern uns hier unten weg. Heil dich erstmal bitte. Was kostet das? Wenn wir das hier einsetzen, 18. 36. Wenn wir hier hingehen, haben wir noch 39. Könnten wir zweimal den Betäubungsstab einsetzen. Wir wissen aber nicht, ob es ausreichen wird. Dann müssen wir den noch wegschleppen. Hey, komm. Mach's gut. Nirgends mehr hin, wo Deckung ist. Dann steht der da, wie zum Abschuss bereit. Renn einfach weg. Das heißt, rette sich wer kann.
viel zu viel Leben gekostet hier, die Mission. Oh, ich hab kurz Schiss gehabt, dass hier noch ein Gegner steht. Wahrscheinlich wird die Nadja auch drauf gehen. Super, von dort kommen auch Gegner. Wir hatten uns mit Katana gerade in die andere Richtung gedreht. Weil von dort könnten ja auch noch Gegner kommen. Dreh dich einfach mal die Richtung. Kommst du hier rüber? Ja. Was ist mit denen hier? Kommt ihr hier in die Deckung rein? Gehen wir Deckung in die Richtung. Du rennst da rein. Boah, sieht man schlecht hier. Wartet mal. Dahin. Kommt noch ein zweiter. Truppe wird zusammengeschossen, Mann. Lisa, das wird hart für dich. Keine Ahnung. Warte mal, bis zum Gabelstapler. Wenn du das schaffst. Das ist die halbe Miete. Du aber hier zurückkommen sollst. Das ist mir schleierhaft. Weil du bist ja die Heldin, die das Alien erlegt hat hier. Sie gibt Deckung mit dem Schild. Ja. Runde beenden. Tot? Fallen voll über die Container, wisst ihr? Heil! Wann ist es? Ich ziehe Katana extra noch nicht ab, weil ich versuchen möchte, dass die Nadja auch noch mit heiler Haut hier rauskommt. Oh, schaut mal, sie kommt bis hierher. Wenn sie es schafft. Können wir Katana noch abziehen.
Bleib bloß weg, blöden Cleaner. Leute, wir haben es geschafft. Nicht schön, aber selten. Oh. Ich habe ja schon ein bisschen drüber philosophiert, was man hätte anders machen können. Wenn man noch langsamer. Ihr habt ja gesehen, das ist gerade just in time gewesen. Dann kommt die Verstärkung. Also wenn man noch langsamer vorgeht, hat man es noch eher mit der Verstärkung zu tun. Und wir haben halt, glaube eine Runde bevor die Verstärkung eingetroffen sind, den ihren Anführer entdeckt. Der war halt in dem Gebäude, wie ich schon von Anfang an geahnt habe. Ich glaube, wir sollten konzentrierter vorgehen, auch wenn sie uns von den Flanken angreifen, aber wir sollten nicht so ausschwärmen, sondern direkt bei der nächsten Mission, weil es noch so eine Mission steht uns ja noch bevor, halt konzentrierter vorgehen. Die Flanken zwar decken, aber nicht nach außen gehen. Gut, das ist alles einfacher gesagt als getan. Auf jeden Fall brauchen wir bessere Rüstung für die nächste Mission. Ich hoffe, wir bekommen die hier bald. Da ist es weg. Mal gucken, was wir an Informationen bekommen, wenn der Skyhawk zurückgekehrt ist. Nix. Terrorsite. Die Aliens greifen einen Hauptbevölkerungspunkt an. Die Panik würde in diesen in der Region extrem nach oben gehen, wenn wir sie nicht stoppen. Terror in der westlichen Stadt. Verbleibende Zeit ein Tag. Das ist natürlich richtig bescheiden, weil erstens in Südamerika, zweitens unser ganzes Team ist gerade zusammengeschossen worden. Uns wird aber nichts anderes übrig bleiben, als das anzunehmen. Wir müssen da aber erstmal langsam. Noch ein UFO, na klar. So, wartet mal. 23 Stunden haben wir noch Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob der Skyhawk überhaupt da rüberkommt. Und wir würden das halt ohne Smashbot machen. Weil so schnell kriegen wir keinen nachgebaut. Können wir eine Person mehr mitnehmen? Wir haben überhaupt noch genügend Soldaten. Doch, wir haben genügend Soldaten. Vielleicht haben sich ja auch ein paar erholt, aber. Nee. Also gucken wir uns den Skyhawk an. Terrormission. 3, 4, 5, 6. Gerade so. 6 Leute hätten wir zur Verfügung. Aber einer mit 60% HP nur. Einer mit 70%. Es ist un... Also... Unlucky hoch 10, ehrlich. Was machen wir? Oh, um 30 nach oben schnellen. Das bedeutet, Lateinamerika ist, ja, ist relativ niedrig. Da hätten wir 40. Ich weiß nicht, ab wann die überlaufen dann, die Region. Aber ich sag mal so, also wenn wir mit einem halbtoten Team dort schon erscheinen, bringt's doch auch nichts. Dann kassieren wir lieber diese 30 Panik. Nützt alles nichts. Weil wenn wir besiegt werden, steigt die Panik ja auch. Und aus Erfahrung sind das diese Missionstypen, wo dann nochmal neue Gegner auftreten. Heißt also, das wird garantiert nicht leicht. Aber 30 ist halt so viel. Ach, ich weiß es nicht, Leute. Was macht man? Scheibenhonig. Echt?
bin mir nicht sicher. Ich schlafe eine Nacht drüber. Die Aufnahmesession für heute ist erstmal beendet. Morgen entscheide ich dann, ob wir hinrammeln oder nicht. Man muss ausladen. Unentschlossen wie eh und je hier der Rolle, sah du. Außerdem müssen wir neue Leute rekrutieren. Gibt's überhaupt noch Soldaten? Meldet sich hier irgendwer noch freiwillig zu uns? Oh ja, gibt einige. Gucken wir uns alles in aller Ruhe in der nächsten Folge an, Leute. Vielleicht kommen wir mit dem Skyhawk auch gar nicht mehr rechtzeitig bis da drüben hin, aber ich denke schon, das wäre sonst sinnlos. Wir lassen uns überraschen. Morgen ist Tag der Entscheidung. Denkt dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und rechts oben und rechts unten gibt es so wunderschöne Buttons. Um den Kanal zu abonnieren, würde mich tierisch freuen und mir auch so ein bisschen zeigen, dass er mich gerne unterstützt hier mit diesem kleinen YouTube-Kanal. Bis morgen, euer Sahadun.